Nicht durch Reden oder Majoritätsbeschlüsse werden die großen Fragen der Zeit entschieden. Das ist der große Fehler von 1848 und 1849 gewesen, sondern durch Eisen und Blut. Wie ist Bismarck für diese Worte gescholten worden? Aber zu Recht? Hat er wirklich Unrecht mit seinen Worten? Und ist es legitim, dass wir einen Politiker dafür schelten, dass er traurige Fakten offen ausbricht und beim Namen nennt? Als wenn er allein dadurch, dass er diese traurigen Fakten ausbricht, diese gutheißen würde oder gar dafür verantwortlich wäre. Wollen wir stattdessen lieber Politiker, die behaupten, die Erde wäre ein Paradies und alles würde gerecht zugehen? Ein solcher Politiker wäre im besseren Falle von einer unverantwortlichen Naivität und im noch schlimmeren Falle von einer unglaublichen Verlogenheit und Heuchlerei. So wie ja auch Bismarck die Amtskollegen kritisiert haben, die dann etwas für Europa gefordert haben, weil sie sich nicht getraut haben, es für sich selber zu fordern. Und die deutsche Geschichtsschreibung, wo sie Bismarck ja durchaus kritisch bis negativ sieht, gerade auch die bundesdeutsche, gibt ihm ja indirekt recht. Sie bedauert, dass die 48er Revolution gescheitert ist, und sie kritisiert am kleindeutschen Nationalstaat Deutsches Reich, dass dieser Staat eben, wie so schön heißt, nicht von unten durch die 48er gegründet worden ist, sondern von oben durch die Fürsten und nicht zuletzt Bismarck. Benjamin Disraeli, ein großer, was jetzt nicht wertend gemeint ist, konservativer britischer Premier 1868 und von 1874 bis 1880, also ein Amtskollege von Bismarck, da war also britischer Premier, hat die Einigung der Deutschen als eine deutsche Revolution bezeichnet. Weiter, Zitat, ein größeres politisches Ereignis als die französische Revolution des vergangenen Jahrhunderts. Und dieses Ereignis habe das Gleichgewicht der Macht völlig zerstört. So weit würde ich gar nicht gehen wollen. Bismarck hat das internationale System nicht gesprengt. Er hat auch nicht die Pentarchie, das Konzert der fünf Großmächte, beendet. Er hat nur in Anführungszeichen den schwächsten Spieler, den schwächsten Musiker Preußen in seiner Amtszeit zum größten, zum stärksten gemacht. Und trotzdem, das genügte bereits für unheimlich große Widerstände. Auch dieses konnte nur gegen sehr große Widerstände durchgesetzt werden. Und diese Widerstände wurden nicht zuletzt überwunden mit Eisen und Blut der preußischen Armee. Aber eben auch mit einer Diplomatie, die ans Geniale neigt, grenzt und die es einfach Spaß macht, nachzuverfolgen, weil sie so professionell ist. Und zu dieser Professionalität gehörte eben auch, dass Bismarck immer großen Wert darauf gelegt hat, dass er und sein Staat sich nie formal ins Unrecht gesetzt haben. Da hat er sich also sehr unterschieden von seinen Nachfolgern. Also wenn man da an den Ersten Weltkrieg denkt, wo Deutschland vertragsbrüchig wurde, indem es in Belgien einfiel und den Politikern nichts anderes einfiel, als zu sagen, Not kennt kein Gebot. Ich glaube, Bismarck wäre so etwas nicht passiert. Er war immer auf der Seite des Rechts. Dadurch nahm er den Gegnern die Möglichkeit, antideutsches Handeln und antideutsche Motive altruistisch, also selbstlos,
zu bemänteln. Und ein Beispiel für diese Politik ist nicht zuletzt der erste der deutschen Einigungskriege, der deutsch-dänische Krieg von 1864. Er hat ihn nicht begründet damit, dass der dänische Gegner das Selbstbestimmungsrecht der Völker verletzt habe. Er hat den Krieg auch nicht damit begründet, dass der dänische König als Herrscher in Schleswig und Holstein illegitim gewesen sei. Nein, er hat es damit begründet, dass der dänische König schlichtweg vertragsbrüchig geworden ist. Und das war auch nicht zu bestreiten. Auch von den Dänenfreunden nicht. Im Zeitalter des Nationalismus war es im Grunde schon ein Anachronismus, dass ausländische Herrscher deutsche Staaten per Personalunion beherrschten. Bei der Personalunion Großbritannien-Hannover gab es eine sehr unblutige Beendigung, geradezu harmonisch. Das lag daran, 1837 starb also Wilhelm IV., der König von Großbritannien, und Hannover war also der Vorgänger von Queen Victoria. Und in Großbritannien und Hannover galten unterschiedliche Erbfolgeregelungen. Und so führte es dazu, dass Hannover von jemand anders beerbt wurde als Großbritannien. Eine so schöne harmonische Regelung, 1837 trat sie ein, hätte es auch für die Personalunion Dänemark und Schleswig-Holstein geben können. Nämlich 1873 starb der letzte Herrscher, der sowohl legitimerweise König von Dänemark als auch Herzog von Schleswig-Holstein, Schleswig und Holstein war, nämlich Friedrich VII., der starb 1863. Und auch hier hätte eigentlich das Erbrecht jetzt ein Auseinandergehen verursachen müssen, dass in Schleswig-Holstein die Augsburger nun regieren und in Dänemark jemand anders, nämlich Christian. Aber Friedrich verstand es zu verhindern, dass die Personalunion mit seinem Tod endete. Und er brachte 1852 in London die Großmächte und Schweden dazu, dem Londoner Protokoll zuzustimmen. Das besagte, dass also in Schleswig-Holstein nun auch die dänische Erbfolgeregelung gelten sollte, dass also die Personalunion über seinen Tod bestehen bleibt. Es gab nur eine Gegenleistung, eine nennenswerte Gegenleistung, die die deutschen Großmächte abtrotzen konnten, die besagte, dass entsprechend dem Vertrag von Ripen aus dem 15. Jahrhundert Schleswig und Holstein weiterhin ungeteilt bleiben sollten. Auf ewig ungeteilt. Auf ewig ungeteilt. Damit war die Personalunion fürs Erste gesichert. Aber diese Personalunion, die reichte den dänischen Nationalisten nicht. Sie forderten einen großdänischen, zentralistischen Nationalstaat. Und der sollte nicht nur das Königreich Dänemark, sondern auch das Herzogtum Schleswig umfassen. Also sie sahen die dänische Südgrenze an der Eider, also an der Grenze zwischen Schleswig und Holstein. Und deshalb spricht man in dem Zusammenhang auch von den Eiderdänen. Und diese dänischen Nationalisten waren also ganz im Trend der damaligen Zeit, der eine unteilbare Nationalstaat. Die herrschten also zu der Zeit in Dänemark und konnten also dem Nachfolger von Friedrich dem VII., Christian dem IX., die sogenannte Novemberverfassung abbringen, sprich eine gemeinsame Verfassung für das Königreich Dänemark und das Herzogtum Schleswig. Damit nun aber war das Protokoll von 1852 verletzt. Nämlich jetzt wurden Schleswig und Holstein nach unterschiedlichen Verfassungen regiert. Nämlich Schleswig wurde nach der dänischen Nationalverfassung regiert, Holstein nicht. Und damit, das war ein Verstoß gegen das Recht der Schleswig-Holsteiner auf ewig ungeteilt zu sein.
Und damit konnte jetzt Bismarck auf dem Boden des Rechts gegen Dänemark vorgehen. Er musste halt nur aufpassen, dass man ihm keine Unverhältnismäßigkeit der Mittel vorwarf. Aber solange er die Verhältnismäßigkeit der Mittel wahrte, konnte keine dänemarkfreundliche Macht ihm militärisch in den Arm fallen, also intervenieren, ohne sich damit selber gegen das Londoner Protokoll zu stellen, das ja von allen Großmächten, einschließlich der Briten, unterzeichnet war. Auch eine Stärke von Bismarck, eigentlich analog zu Moltke, ein kluger Stratege, plant eigentlich nicht den Krieg vom Anfang bis zum Ende durch, sondern er sagt sich am Anfang, da hat man wirklich noch das Heft des Handelns in der Hand, aber danach muss man dann ja immer irgendwie die Reaktion des Gegners mit einbeziehen. Und so war das auch bei Bismarck, der hatte nicht einfach nur eine Idee, die er verfolgt hat, sondern er war flexibel. Er machte dann seine Politik auch davon abhängig, wie dann der Gegner reagierte. Aber er hat dann mal hinsichtlich Schleswig-Holstein eine Steigerung aufgestellt. Er hat dann gesagt, dass die, Zitat, dass die Personalunion der Herzogtümer besser war als das, was existierte. Also die von den Dänen durchgeführte Realunion, also der dänische Gesamtstaat mit Einschluss von Schleswig. Dass ein selbstständiges Fürstentum besser war als die Personalunion und dass die Vereinigung mit dem preußischen Staat besser war als ein selbstständiges Fürstentum. Jetzt ging es aber erstmal darum, die Einverleibung Schleswig durch die Dänen rückgängig zu machen. Und das ist auch eine starke Stärke von Bismarck, während es dann später hieß, viel Feind, viel Ehr. Hat Bismarck es eigentlich fast immer verstanden, auf der Seite der Mehrheit zu stehen. Also die Zahl der Gegner begrenzt zu halten. Und er holte jetzt die Österreicher mit ins Boot. Die Österreicher hatten das Londoner Protokoll von 1852 mit unterzeichnet. Und die Österreicher hatten den Anspruch, deutsche Führungsmacht zu sein. Und wenn jetzt die Dänen ein von den Österreichern mit unterzeichnetes Protokoll brachen, und dabei dann auch noch Deutsche zu Schaden kamen, nämlich die Holsteiner, die einen Anspruch darauf hatten, mit den von den Schleswigern nicht getrennt zu werden, dann konnte man die Österreicher bei der Ehre packen und sagen, wann willst du denn eingreifen, wenn nicht jetzt. Damit hatte er also die Österreicher mit im Boot. Und die beiden deutschen Großmächte setzten nun im Bundestag in Frankfurt eine Bundesexekution gegen den Herzog von Holstein durch. Die deutschen Mittelstaaten, Hannover und Sachsen, stellten jeweils 6.000 Mann und die beiden Großmächte das Gros von jeweils 35.000 Mann. Am 22. Dezember 1863 standen zum Einmarsch bereit die Sachsen in Beutzenburg, die Hannoveraner bei Harburg und Lüneburg, die per Eisenbahn angereisten Preußen bei Hagenow und Wittenberg sowie die aus Prag per Schiff über die Elbe herangeführten Österreicher in Hamburg. Die Dänen verzichteten also auf die Verteidigung von Holstein. Erstens, von den Holsteinern in der dänischen Armee konnte man nicht ernsthaft erwarten, oder unter dänischem Oberkommando, dass sie nun gegen ihre deutschen Landsleute kämpfen würden. Und selbst die nationalistischen Eiderdänen beanspruchten zwar Schleswig für ihr großdänisches Königreich, aber nicht Holstein. Die Dänen zogen sich also aus Holstein zurück. Holstein wurde unblutig von den deutschen Exekutionstruppen mit den Österreichern und Preußen an der Spitze besetzt. Am 23. Dezember 1863 wurde die holsteinische Südgrenze erreicht. Aber selbst auf österreichischer Seite sah man ein, dass es das jetzt nicht brachte, nämlich die Dänen, die Eiderdänen, guckten also sehr gut mit einem deutsch besetzten Holstein leben. Dadurch war ja Schleswig noch nicht befreit. Und in Wien erkannte man, Zitat, der Bund wird nicht wohl ein Expeditionskorps nach Holstein schicken können,
um ein gleichgültiger Zeuge der Inkorporation Schleswigs in das Königreich Dänemark zu sein. Und deshalb kommt es also zur Punktation vom 16. Januar 1864, eine neue Eskalationsstufe. Der Deutsch-Dänische Krieg gilt dann auch noch als einer der letzten klassischen Kabinettskriege, also ein kontrollierter Krieg mit Eskalation und Deeskalation, also noch nicht ein Volkskrieg oder gar ein totaler Krieg. Dänemark wurde, es gab also die Aufforderung an Dänemark, die Verfassung vom 18. November 1863, also die Novemberverfassung, in Ansehung des Herzogtums Schleswigs definitiv zurückzunehmen. Erfolgt diese Zurücknahme nicht binnen 48 Stunden, so heißt es in der Punktation weiter, so werden die Gesandten Österreichs und Preußens Kopenhagen verlassen und das Herzogtum Schleswig wird von den schon in Bereitschaft gehaltenen österreichischen und preußischen Truppen sowie von den etwa nach Maßgabe der ebenfalls in Frankfurt zu treffenden Anordnung weiter heranzuziehenden Bundestruppen besetzt werden. Die Dänen bekommen also ein Ultimatum, sie lassen es verstreichen. Und nun wird eben nach Holstein auch Schleswig besetzt. Am 1. Februar 1864 überschreiten also die Truppen der beiden deutschen Großmächte die Eider. Und der Einmarsch in Schleswig beginnt. Damit ist es dann auch nicht mehr sozusagen eine intern deutsche Angelegenheit, nämlich Holstein gehört ja zum Deutschen Bund. Jetzt wurde also ein außerdeutsches Territorium betreten, jetzt formalrechtlich. Die Dänen hatten sich also nach der Räumung von Holstein am Danneberg verschanzt und der Generalstabschef war schon der geniale Helmut von Moltke, aber der saß noch in Berlin und hatte beim deutsch-dänischen Krieg noch relativ wenig zu sagen. Befehlshaber vor Ort des Expeditionskorps war also ein 80-jähriger Friedrich von Wrangel. Also ein Preuße, der an der Spitze von diesem preußisch-österreichischen Korps stand. Die Österreicher hatten sich extra ausbedungen, also wenn wir uns schon von einem Preußen kommandieren lassen, dann muss das was Hochrangiges sein und das muss was Altes sein. Und Wrangel erfüllte also diese Bedingung, hatte allerdings schon die Höhe seiner Leistungsfähigkeit überschritten. Moltke hatte also schon ganz modern die Idee einer Umfassungsschlacht, wollte also die Ideen beim Danneberg umgehen, aber Friedrich von Wrangel machte ihm einen Strich durch die Rechnung, sodass dann die Dänen geordnet das Danneberg räumen konnten und sich bei den Düppeler Schanzen festsetzen konnten. Das ist also gegenüber von Sonderburg auf der Festlandseite des Alsumsundes. Allensundes. Ein sehr stark befestigter Brückenkopf. Es kommt dann zu einer weiteren Stufe der Eskalation, nämlich Bismarck gelingt es Österreich für die Konvention vom 6. März zu gewinnen. Und jetzt sagt man, nach Holstein und Schleswig werden wir jetzt auch Kern-Dänemark angreifen, das ist der eine wichtige Punkt. Und der andere wichtige Punkt ist, auch für Bismarck, wir kämpfen jetzt nicht mehr nur für die Wiederherstellung des Status quo ante, also der Personalunion. Nein, also der Dänenkönig hat jetzt eigentlich auch seine Rechte verwirkt und hat sich jetzt also so vehement geweigert, zum Rechtsstandspunkt zurückzukehren, dass wir uns auch nicht mehr daran gebunden fühlen. Also jetzt ist auch die Personalunion in Frage gestellt. In dieser Situation drohte nun Großbritannien aktiv zu werden. Großbritannien sympathisierte mit Dänemark. Großbritannien will immer ein Gleichgewicht auf dem Kontinent. Die Kontinentalmächte sollen sich gegenseitig in Schach halten, während es selber die Meere beherrscht. Und deshalb sympathisierten also die Briten eher mit den Dänen als mit den Deutschen. Die Briten konnten aber nicht offen sich auf die Seite der Dänen stellen, weil die Dänen ja nun mal die Vertragsbrüchigen waren. Die hatten das Londoner Protokoll gebrochen und die Briten hatten ja selber das Londoner Protokoll als eine Großmacht mit unterzeichnet.
Das wäre also das totale Glaubwürdigkeitsdesaster für die gewesen. Offen konnten sie nicht intervenieren, aber sie sahen, die Dänen sind auf der abschüssigen Bahn und wir müssen versuchen, das Schlimmste zu verhindern. Und bevor die Deutschen jetzt durchmarschieren und einen Siegfrieden diktieren, da versuchen wir vorher nochmal einen Verständigungsfrieden herzustellen und eine Friedenskonferenz in London durchzuführen. Bismarck, sagen wir es ganz offen, fand das nicht so doll. Der wollte lieber einen Siegfrieden als einen Verständigungsfrieden. Der wollte Schleswig-Holstein ganz nach Möglichkeit. Aber er sah, er musste die Verhältnismäßigkeit der Mittel wahren. Nämlich sonst hatte ja Großbritannien wieder einen Kriegsgrund, nämlich einzutreten. Nach dem Motto, es sind die Deutschen, die bösen Deutschen, die dann einen Verständigungsfrieden verhindern. Am 19. März erreichte Preußen also ein englischer Vorschlag doch zu einer Friedenskonferenz in London und Bismarck sagte zu. Wie das häufig so ist, so eine Friedenskonferenz ist mit einem Waffenstillstand verbunden und bevor eine Konferenz beginnt, eine Friedenskonferenz und ein Waffenstillstand, da will man häufig noch möglichst sich eine gute Ausgangslage schaffen. Von daher versuchten die Deutschen also noch die Düppeler Chancen zu nehmen. Und das haben sie dann auch tatsächlich 1864 am 18. April geschafft. Also vornehmlich eben die Preußen. Die Düppeler Chancen fallen in die Hände der Deutschen. Der Fall der Düppeler Chancen gilt als eine der größten Niederlagen der Dänen in diesem Krieg. Aber in gewisser Hinsicht könnte man eigentlich sogar sagen, es hätte ein Glücksfall für die Dänen sein können. Es hätte den Dänen die Augen öffnen können und ihnen zeigen können, dass es für sie keine militärische, erfolgversprechende Lösung gab. Dass sie versuchen mussten, noch zu retten, was zu retten ist. Die Briten hatten das erkannt, aber die Dänen eben nicht. Und nun machten also diverse Großmächte auf der Londoner Konferenz Vorschläge. Eingeladen waren wieder die Großmächte, Dänemark natürlich, Schweden und diesmal auch der Deutsche Bund. Am 25. April 1864 begann die Verhandlung. Ab dem 12. Mai schwiegen die Waffen. Die Briten, ganz konservativ, machten also einen Vorschlag, wir kehren zurück zum Status quo ante Personalunion. Das war ein durchaus Dänemark-freundlicher Vorschlag, nämlich wenn man bedenkt, dass Dänemark auf dem besten Wege war zu einer Niederlage und dann der Vorschlag kommt, wir machen einfach so, als wenn es diesen Krieg nicht gegeben hat, dann ist das ja schon ganz wohlwollend. Trotzdem lehnten die Dänen ab. Sie wollten also nicht zur Personalunion zurück. Nun machte Napoleon III. Von Frankreich einen Vorschlag. Der war ja ein Kind der Französischen Revolution von 1848 und als Neffe von Napoleon I., sozusagen ein Großneffe der Französischen Revolution von 1789, setzte also stark das Mittel von Plebisziten ein und forderte ein Plebiszit. Also das Selbstbestimmungsrecht der Völker für ein Land, das militärisch sozusagen in einem Krieg auf dem absteigenden Ast ist, ja auch noch ein recht positiver Vorschlag. Also wenn ein Land auf dem besten Weg ist, einen Krieg zu verlieren, und es kriegt das Angebot Selbstbestimmungsrecht der Völker, kann es eigentlich damit ganz zufrieden sein. Aber auch das wurde von den Dänen abgelehnt. So, sie waren also weder zur Personalunion bereit, noch eben zu einem Plebiszit. Nun fühlten sich auch die Deutschen nicht mehr unbedingt an die Personalunion gebunden und Österreich machte den Vorschlag eines eigenständigen Fürstentums ohne Personalunion mit Dänemark. Das war im österreichischen Sinne, aber nicht unbedingt im Bismarckschen Sinne, nämlich es war klar, wenn es einen deutschen Staat geben sollte, dann würde der voraussichtlich die Nähe von Österreich suchen, aus Angst vor dem preußischen Nachbarn. Zudem, je mehr deutsche Staaten es gab, desto schwieriger war ja dann, diese alle in einem Nationalstaat zu vereinen.
was wiederum im österreichischen Interesse war, nämlich Österreich war ein Vielvölkerstaat und hatte also von daher kein Interesse an einem zentralistischen deutschen Nationalstaat. Aber Bismarck konnte also diesen Vorschlag Österreichs, auch wenn er ihm nicht gefiel, durchaus unterstützen. Er fand ja immerhin das noch besser als die Personalunion und die Realunion mit Dänemark. Und er wusste, der kommt sowieso nicht durch, wenn die Dänen noch nicht mal sich auf die Personalunion einlassen. Dann werden sie sich auch nicht auf ein wirklich selbstständiges Schleswig-Holstein einlassen. Bismarck hatte also schon vor dem Krieg gesagt, die Halsstarrigkeit der Dänen wird uns wahrscheinlich schaffen, was wir brauchen, den Kriegsfall. Und die Halsstarrigkeit der Dänen sorgte nun also auch dafür, dass es nicht in London zu einem Verständigungsfrieden kam und dass dann also Bismarck sein letztes Ziel, ein preußisches Schleswig-Holstein, auch nicht aufzugeben brauchte. Nämlich ein preußisches Schleswig-Holstein zu fordern auf der Londoner Konferenz war abwegig, da waren selbst die Österreicher gegen. Aber dadurch, dass die Dänen jetzt eben einer Verhandlungslösung im Wege standen, blieb alles im Fluss. Am 25. Juni 1864 wurde also die Konferenz abgebrochen und beendet, erfolglos beendet. Und der Waffenstillstand endete dann auch. Jetzt mussten also die Waffen entscheiden. Die Briten konnten in dieser Situation also nicht den Dänen militärisch beiseite bringen, ohne eben ihr Gesicht zu verlieren. Und vor allen Dingen hatten die Briten auch Hemmung, das alleine zu machen. Nämlich Napoleon III. War nicht bereit, mit Großbritannien zusammen Dänemark zu unterstützen. Nämlich zum einen wollte er sich nicht mit Österreich, Preußen und der deutschen Nationalbewegung gleichzeitig anlegen, die ja zu den Gegnern von Dänemark gehörten. Und zum zweiten hoffte er typisch Napoleon III. Auf Kompensation. Auf Kompensation an der deutsch-französischen Grenze. Wenn Bismarck sich später als ehrlicher Makler bezeichnet hat auf der Berliner Konferenz, dann geschah das eben auch in Abgrenzung zum Makler Napoleon III. Napoleon III. Hat immer versucht, der lachende Dritte zu sein, zu makeln und dann eine Coutage in irgendeiner Form einzufahren. Und wenn es nicht schon irgendwas zu makeln gab, wenn es keinen Streit gab, wo er sich einmischen konnte, dann hatte er auch keine Hemmung, diesen Streit selber zu provozieren, wie wir später noch sehen werden. Hier war es also so, er hoffte dann also, wenn er den Deutschen nicht in den Arm fällt, dass die Deutschen ihn an der deutsch-französischen Grenze in irgendeiner Form dafür entschädigen werden. Und er hoffte auch, dass sich dann, wenn die Deutschen sich durchsetzen, untereinander, nämlich Preußen und Österreich, in die Haare kriegen werden über die Beute, was dann ja hinterher auch tatsächlich der Fall war. Von Russland ging auch keine Gefahr aus. In der Beziehung würde ich wirklich sagen, dass Bismarcks Außenpolitik vorbildlich war. Das ging schon vor Bismarck los. Nämlich Preußen hatte sich eigentlich als einzige Großmacht im Krimkrieg wirklich ehrlich neutral verhalten. Bei Österreich war das nur formal gewesen. Wirklich neutral verhalten. Und wenn ich das mal sagen darf, Sie haben das in einem Kommentar auch sehr schön aufgegriffen. Damals sind die Preußen von den Angelsachsen genauso beschimpft worden als Feiglinge, wie jetzt Deutsche beschimpft werden, wenn sie nur mal ansatzweise daran denken, irgendeinen Krieg der Angelsachsen nicht mit voller Kraft mitzumachen. Jedenfalls, sie haben am Krimkrieg nicht mitgemacht, das kam ihnen jetzt also zugute. Dann gab es die Allwärtslebensche Konvention von 1863. Da haben also die Preußen, muss man so sagen, die Russen dabei unterstützt, den polnischen Aufstand niederzuschlagen. Und dann gab es wirklich verwandtschaftliche Bande zwischen dem Zaren und Wilhelm I. Der Zar war ein Kind einer Schwester von Wilhelm I. Und der Zar, der hing auch wirklich an seinem Onkel. Also von daher war von russischer Seite also auch nichts zu befürchten. So, die Verhandlungen waren vorbei. Die militärischen Verhandlungen gingen wieder los und nun gab es eine wesentliche Verbesserung. Wrangel wurde aufs Altenteil geschickt.
Das ist dann, die Anekdote fällt mir da auch gerade ein. Da war er vor versammelter Mannschaft, dann bekam er also die Nachricht, dass er aufs Altenteil geschickt wird und hat dann also so groß die öffentlich die verlesen, ohne eben die Nachricht zu kennen. Und dann wussten alle Bescheid, dass seine Zeit gekommen war. Also Wrangel wurde aufs Altenteil geschickt und stattdessen kam Prinz Friedrich Karl von Preußen. Und wen bekam er als Stabschef? Helmut von Moltke. Helmut von Moltke war jetzt nicht mehr nur Generalstabschef in Berlin der preußischen Armee, sondern jetzt auch dieses Expeditionskorps. Und schon vor dem Ablauf der Verhandlungen des Waffenstillstandes waren sich Preußen und Österreich einig geworden, dass man jetzt auch das gesamte dänische Festland besetzen wolle und dass man jetzt auch versuchen wollte, die Inseln anzugreifen. Nämlich das war das, was diesen Dänen diese Halsstarrigkeit gab. Nämlich das war einmal der Glaube, irgendwann, wenn es richtig hart auf hart kommt, werden die Briten uns doch zur Seite springen. Und zum Zweiten, die Österreicher und die Preußen, das ist keine Seemacht. Und die können zwar unser Festland erobern, aber auf unseren Inseln, da sind wir vor denen sicher. Am 3. Juli kommt es also zu einem Gefecht bei Landby und da zeigt sich das erste Mal die Überlegenheit des preußischen Zündnadelgewehrs. Eine Woche später, also am 10. Juli, wird der Jilmfort überschritten. Vier weitere Tage später ist die Nordspitze Jütlands erreicht. Die Briten ziehen sich also auf ihre Inseln zurück, die Dänen, und müssen jetzt erfahren, dass sie auf den Inseln auch nicht sicher sind. Am 13., 14. und 15. Juli erobern nämlich die Deutschen Sylt, Föhr, Röhm und Fanö. Jetzt ist also entscheidend Alsen, also die Insel, die den Düppeler Schanzen gegenüberliegt. Die Düppeler Schanzen, dieser Brückenkopf, ist ja schon verloren. Jetzt geht es um Alsen und die Frage, ob die Deutschen also auch Inseln nehmen können oder eben nicht. Und in der Nacht zum 29. Juni führen also die Preußen den Übergang durch über den Sund. Um 2 Uhr verlassen die ersten Boote das Festland. Eine Viertelstunde später wehte die erste preußische Fahne am Inselstrand, dort wo später das Arnkiel-Denkmal an dieses denkwürdige Ereignis erinnerte. Und 2 Stunden darauf erkannte der dänische Oberbefehlshaber die Niederlage und leitete den Rückzug auf die Insel Fyn ein. Und bis zum 1. Juli hatten die letzten den Alsen verlassen. Nun bereiteten sozusagen die Preußen ein Inselhopping sozusagen vor. Nun sollte also Fyn genommen werden. Aber der Verlust der Inseln, nicht zuletzt Alsen und auch Jütlands, war dann doch eben zu viel, selbst für die selbstbewussten Dänen. Und als dann die Preußen jetzt auch noch die Eroberung von Fyn einleiteten, sahen dann auch die Dänen ein, was die Briten schon vorher erkannt hatten, dass da einfach nichts mehr zu gewinnen war. Und es kommt am 15. Juli zu einem Waffenstillstand. 10 Tage später beginnen also in Wien Friedensverhandlungen und die enden am 30. Oktober 1864 mit dem Frieden von Wien. Und Dänemark muss dann also Schleswig und Holstein an die Sieger Österreich und Preußen abtreten. Preußen unter Bismarck wollte Schleswig-Holstein. Österreich hatte an einer Exklave so hoch im Norden, die kaum zu verteidigen war, kein Interesse. Da bot es sich eigentlich an, dass man Schleswig-Holstein den Preußen gibt und dafür Österreich, das schon damals chronisch klamm war, mit Geld entschädigt. Der österreichische Ministerpräsident Johann Bernhard Graf Rechberg hat dann auch in den schönen Brunner Besprechungen am 24. August 1864 einen entsprechenden Vorschlag gemacht. Abgesehen von Geld sollten die Preußen den Österreichern auch helfen, von Italien die Lombardei
zurückzugewinnen. Nämlich die österreichisch-italienischen Beziehungen waren chronisch gespannt. Dieses Projekt, das vielleicht den deutschen Bruderkrieg verhindert oder zumindest herausgeschoben hätte, kam also nicht zustande. Das lag an Wilhelm I., der war dazu also nicht bereit. Man hat das dann nur im Kleinen gemacht, Lauenburg. Lauenburg, ein Teil im Grunde von Holstein, heißt ja heute noch Herzogtum Lauenburg als Kreis, wurde den Preußen überlassen und dafür bekamen dann die Österreicher Geld. Das war dann, wurde geregelt in der Gasteiner Konvention vom 14. August 1865 und für diese Konvention bekam dann Bismarck auch den Grafentitel. Es wurde dann auch noch in dieser Konvention geklärt, dass man Schleswig-Holstein schon mal verwaltungsmäßig aufteilt. Die Preußen sollten Schleswig verwalten, die Österreicher Holstein, aber es heißt ausdrücklich, unbeschadet der Fortdauer der gemeinsamen Rechte beider Mächte an der Gesamtheit der Herzogtümer. Ja, und nun kommt es im Grunde, wie Napoleon III. Vorausgesagt hatte, zum Streit um die Beute. Die Österreicher wollen Schleswig-Holstein nicht unbedingt für sich, aber sie wollen, dass es ein selbstständiger Staat wird, nicht eine preußische Provinz. Und sie haben sich dann als Herrscherhaus die Augustenburger ausgeguckt, die nun auch tatsächlich den legitimen Anspruch von der Erbfolge her auf die Herzogtümer hatten. Und diese Augustenburger, die wurden jetzt im preußisch verwalteten Schleswig im Grunde mehr oder weniger verfolgt, während sie im österreichisch verwalteten Holstein hofiert wurden. Das gab also Streitpunkte und hinterher hat dann also Österreich die Verwaltung Holsteins dem Deutschen Bundestag in Frankfurt zur Entscheidung vorgelegt und das hat nun wiederum Bismarck als einen Bruch der Gasteiner Konvention interpretiert. Nämlich da heißt es ja, dass die gemeinsamen Rechte beider Mächte an der Gesamtheit der Herzogtümer fortbestehen. Und Österreich hat also ganz selbstständig die holsteinische Frage dem Deutschen Bund vorgelegt, obwohl ja Preußen noch Anspruch auf die Verwaltung hatte. Preußische Truppen marschieren also ein. Auf österreichische Initiative hin beschließt am 16. Juni der Bundestag die Bundesexekution gegen Preußen. Und diese Bundesexekution ist eben als deutscher Krieg in die Geschichte eingegangen. Es wäre jetzt aber oberflächlich, wenn man sagen würde, der deutsche Krieg ist die Ursache des deutschen Krieges wäre die Schleswig-Holstein-Frage gewesen. Sondern es geht einfach um die Frage, wer ist Vormacht in Deutschland? Wer ist Vormacht in Deutschland? Wir haben in Deutschland den Dualismus, im Grunde seit Friedrich dem Großen, dem ersten Preußen und Hohenzollern, der es gewagt hat, die Habsburger herauszufordern. Und dieser Dualismus zieht sich im Grunde bis zum Deutschen Krieg hin und findet dann im Deutschen Krieg eine blutige, gewaltsame Entscheidung für Preußen. Und Moltke, also ein ähnlich nüchterner Analytiker, wie Bismarck hat es wie folgt formuliert: Es war ein im Kabinett als notwendig erkannter, längst beabsichtigter und ruhig vorbereiteter Kampf. Nicht für Ländererwerb, Gebietserweiterung oder materiellen Gewinn, sondern für ein ideales Gut, Machtstellung. Und es kommt dann zu einer Kronratssitzung am 28. Februar 1866. Und da gibt es im Grunde nur einen, der gegen den Krieg ist, und das ist Friedrich III. Also die große, viel zu früh verstorbene Hoffnung des deutschen Nationalliberalismus. Der hat nämlich diesen Krieg als Bruderkrieg abgelehnt, was er ja auch war. Aber Friedrich III., der Idealist, stand allein. Und Moltke hat gesagt, okay, aber wir brauchen ein aktives Vorgehen Italiens. Eine unerlässliche Bedingung für den Krieg. Also ohne dass die Italiener mitmachen, geht das nicht. Und jetzt kommt die Rolle Frankreichs und Napoleons III. Und das stört mich dann auch immer so, wenn dann
im Zusammenhang mit der Emsländer Depesche immer so getan wird, als wenn da so ein fortschrittliches, friedliebendes Land von dem bösen Bismarck in die Falle gelockt worden wäre. Also dieses zweite französische Kaiserreich war in höchstem Maße imperialistisch, kaum weniger imperialistisch als das erste Kaiserreich von Napoleon I. Und das Problem war, genauso wie sein Onkel Napoleon I., hat auch Napoleon III. Immer dieses Problem: ich bin nicht legitim, ich bin nicht durch Geburt legitimiert, ich kann mich nur auf die Zustimmung des Volkes per Plebiszit stützen. Und um eben das Volk bei Laune zu halten, muss ich ständig Erfolge nachschieben. Und wie schon gesagt, er machte das gerne durch Makeln, und da, wo keine Konflikte da waren, da erzeugte er auch gerne welche. Und das machte er auch jetzt. Er hatte nämlich sehr gute Beziehungen zum italienischen Nationalstaat, nämlich die italienische Einigung war nicht zuletzt auch durch Napoleon III. Befördert worden. Wenn man so will, ist es nicht ein völliger Zufall, das geht schon auf Napoleon I. zurück, aber wenn man sich mal die italienische und die französische Flagge anguckt, dann sind die sich gar nicht so unähnlich. Die Italiener haben einfach nur eine Farbe ausgetauscht. Wie schon gesagt, das ist kein Zufall. Und deshalb sagte Napoleon III., also wenn die Preußen ein Problem haben, mit Österreich Krieg zu führen, das Hindernis ist das Einzige, was eine deutsche Selbstzerfleischung verhindert, da muss ich doch was machen lassen. Und er lässt also seine Beziehung zu den Italienern spielen, die er ja durchaus hat. Und es kommt zu einer interessanten preußisch-italienischen Allianz vom 8. April 1866. Und die ist in doppelter Hinsicht interessant. Einmal ist es explizit kein Verteidigungsbündnis. Also auch wenn die Preußen Österreich angreifen, sie haben die Garantie, dass die Italiener sie unterstützen. Art 1. Und Art 2, es gibt ein ganz kleines Zeitfenster. Das gilt nämlich nur für ein Vierteljahr. Also die Preußen haben richtigen Zeitdruck. Sie wissen, sie brauchen nicht irgendwie auf eine gute Gelegenheit warten. Sie können ganz klar der Aggressor sein. Der Italiener steht so oder so an ihrer Seite. Aber sie müssen innerhalb von einem Vierteljahr angreifen und können die Sache nicht auf die lange Bank schieben. Naja, und diese Vierteljahresfrist wurde ja auch eingehalten. Der Deutsche Bruderkrieg ist ja innerhalb dieses Vierteljahres eingetroffen. Und Österreich sah sich dann ja auch zwei Mächten gegenüber. Napoleon III. Hat aber nicht nur die Preußen für den Krieg reif gemacht, sondern auch die Österreicher. Er hat nämlich dann den Österreichern in einem Geheimvertrag gesagt, wenn ihr mir Venetien gebt, dann werde ich wohlwollende Neutralität üben in einem österreichisch-preußischen Krieg. Also führt durch Krieg mit Preußen. Ihr braucht keine Angst zu haben, dass ich euch in den Rücken falle und dann hinterher den Preußen beispringe. Also beide deutschen Staaten wurden fit gemacht für den Bruderkrieg. Und Franz Josef hat das mal wieder in so einer typisch Franz Josefschen österreichischen Form von morbiden Fatalismus, möchte ich schon fast sagen, am 1. Mai 1866 lakonisch formuliert: Der Krieg müsse als unvermeidlich betrachtet werden. Also die Österreicher wollten nicht, aber sie gingen davon aus, naja, wat mut dat mut, da führte mal kein Weg dran vorbei. Der Deutsche Krieg brach also aus, und es kam mehreres den Deutschen zugute. Da war dann einmal die ökonomische Überlegenheit, durch das Ruhrgebiet. Diese ökonomische Überlegenheit führte dann auch zu einer besseren Bewaffnung, nicht zuletzt das Zündnadelgewehr. Vielleicht noch ein Wort zum Zündnadelgewehr. Das Zündnadelgewehr hatte vor allen Dingen den Vorteil, dass wenn man nachladen musste, das im Liegen machen konnte und nicht im Stehen. Und deshalb kam dieses Zündnadelgewehr interessanterweise auch im Nahkampf und beim Angriff nicht so zum Tragen. Nicht beim Nahkampf spielte das Bajonettenrolle und es standen sowieso beide Gegner. Aber wenn es ein weites Schussfeld gab und der Zündnadelgewehrbesitzer in der Verteidigung war, dann konnte er sich hinlegen und konnte den laufenden Angreifer wie die Hasen im Grunde abschießen und konnte dann eben im Liegen nachladen
ohne aufstehen zu müssen und damit ein großes Ziel zu bieten. Also das Zündnadelgewehr spielte eine Rolle. Dann auch der preußische Perfektionismus. Sehr interessant. Die Preußen sind nicht immer die Erfinder, aber auch fremde Erfindungen führen sie mit einem Perfektionismus durch, wie man das selten findet. Das ist ja ähnlich wie mit Marxismus-Leninismus. Den hat ja die DDR auch bis zur Perfektion betrieben, obwohl er von Russland kam. Und so ähnlich ist es auch bei der Wehrpflicht. Das war schon bei den Befreiungskriegen so, und das ist jetzt auch im Deutschen Krieg so von 1866. Die Preußen haben die Wehrpflicht nicht erfunden, aber sie führen sie mit einer unglaublichen Konsequenz durch. Während die Franzosen und die Österreicher, wo, jetzt sage ich mal ungeschützt, die Korruption etwas stärker beheimatet ist, traditionell, während man also, ja, deshalb leide ich auch so wahnsinnig darunter, dass also die Bundesrepublik inzwischen beim Korruptionsindex hinter die Republik Österreich gefallen ist. Also die Zeiten sind vorbei. Aber jedenfalls, während also in Frankreich und Österreich, wenn man wohlhabend war und dann in der Regel ja auch gebildeter, sich freikaufen konnte, einen Stellvertreter stellen konnte oder was auch immer, war die preußische Wehrpflicht so rigoros, dass sie wirklich auch die gebildeten Schichten ergriff, was dazu führte, dass die preußische Armee überdurchschnittlich gebildet war, was natürlich auch zur Wehrkraft beitrug. Naja, und dann eben das Genie Moltke, so eine Art Bismarck auf militärisch, der dann nun auch noch fantastisch die technische und ökonomische Überlegenheit Preußens zu nutzen wusste, nämlich dass es einmal die Eisenbahn, also Truppentransporte mit der Eisenbahn und die Telegrafie. Also während dann andere Armeen vollkommen erschöpft auf dem Schlachtfeld auftauchten, nach langen Märschen, hat er sie auf die Bahn gesetzt und sie kamen gut erholt auf dem Schlachtfeld an. Das war einmal die Bahn und dann die Telegrafie. Das war wichtig für die Befehlsübermittlung. Und erst durch die Telegrafie war ja auch dieses berühmte Wort von Moltke möglich: vereint marschieren, gemeinsam, also getrennt marschieren, vereint schlagen. Nämlich durch die Telegrafie konnte man dann immer sicherstellen, dass man dann hinterher auch wirklich vereint zuschlug. Und wenn man dann in einzelnen Säulen marschierte, war das natürlich viel einfacher, weil die Straßen weniger verstopft waren und auch die Gebiete, man sich ja auch viel einfacher, wenn man in einem vergleichsweise kleiner Verband war, aus dem Gebiet, das man durchzog, ernähren konnte. Und so gelang dann ja im Grunde hinterher auch die Schlacht von Königgrätz. Ich mache es also wirklich ganz kurz. Nämlich da marschieren die Preußen getrennt und anfänglich gelingt es also nicht, dass vereint geschlagen wird. Und dann gibt es einen Ring zwischen Preußen und Österreichern und hinterher kommt dann doch noch die entscheidende preußische Säule, die noch im Ausland unter dem Kronprinzen kam, hinzu und war kriegsentscheidend, nämlich sie kam von der Seite und drohte also die österreichische Front aufzurollen, sodass den Österreichern nichts anderes übrig blieb, als sich zurückzuziehen. Nun brachte sich natürlich wieder Napoleon ins Spiel, der jetzt makeln wollte, aber Bismarck wollte also gar nicht Napoleon die Chance geben, da nun groß zu makeln. Er wollte also möglichst schnell Frieden machen und hatte dabei folgendes Konzept: also da wird nicht groß was gefordert und da hat man Probleme, die durchzusetzen, sondern entweder Staaten werden einfach annektiert, da gibt es dann nichts zu diskutieren. Das war die eine Möglichkeit. Das zeigt dann auch, dass Bismarck absolut nicht strukturkonservativ war, nämlich das Legitimitätsprinzip, das sind alles legitime Herrscher, die haben Auftrag von Gott oder so. Das war dem Schnuppe. Das Land wird einfach annektiert oder aber es wird so weit geschont, es gibt so schonende Forderungen, dass man mit dem Verlierer relativ schnell handelseinig wird. Und so kommt es dann also zum Vorfrieden von Nikolsburg vom 26. Juli 1866 und am 23. des Folgemonats zum Friedensvertrag von Prag. Österreich wurde also sehr schonend behandelt. Es musste also nur Venetien an Italien abtreten. Das waren die Preußen den Italienern schuldig und ihren Verbündeten. Und es musste eben anerkennen, dass es den Deutschen Bund nicht mehr gab. Schleswig-Holstein mussten die Österreicher dann den Preußen überlassen
Und das wurde dann ein Bestandteil des Preußischen Königreichs, wie überhaupt, dass dann so wurde, dass Preußen den größten Teil seiner norddeutschen Gegner aus dem Deutschen Krieg annektiert hat, mit Ausnahme von Sachsen. Und die Verbündeten, die hat man dann natürlich nicht annektiert, das wäre ja illoyal gewesen, aber die hat man dann eben als Mitglieder mit eingebunden in den zu gründenden Norddeutschen Bund. Napoleon III. Fühlte sich typiert. Der ging jetzt davon aus, das gibt jetzt erstmal so eine richtig schöne deutsche Selbstzerfleischung und hinterher gibt es langwierige Verhandlungen, wo er dann makelt und dann mal so sondiert, von wem er die größten Provisionen bekommt. Und diese Denke bringt also sehr schön der französische Gesandtschaftssekretär in Wien, Claude de la Fausée, mitten im Krieg zum Ausdruck, wenn er sagt, Zitat, vielleicht können wir Franzosen auch einige Gebietsansprüche geltend machen bei den Verhandlungen. Wer weiß, vielleicht haben in Wirklichkeit wir den Krieg gewonnen. Hierzu kam es eben nicht durch die schnelle Entscheidung Schlacht von Königgrätz und die Tatsache, dass Preußen sich mit seinen Gegnern schnell geeinigt hat. Und das schrie, muss man nur mal sagen, das schrie schon in den französischen Augen oder nach französischer Lesart nach Rache. Nach Rache für Sadowa. Sadowa, also Schlacht von Sadowa ist im Grunde das, was wir als Schlacht von Königgrätz kennen. Also von daher kann man auch so sagen, man hat Bismarck immer vorgeworfen, ja, ich meine, durch die Annexion von Elsass-Lothringen ist das deutsch-französische Verhältnis vergiftet worden. Also wenn man bedenkt, dass Franzosen, die französische Öffentlichkeit schon nach Rache schreit, nur weil ein deutscher Staat einen deutschen Staat relativ schnell niederringt. Also ich glaube, dann hätte man auch 1871 den Franzosen Elsass-Lothringen lassen können und es wäre eben trotzdem zum französischen Revanchismus gekommen, nach dem berühmten Motto, nie drüber reden, immer dran denken. Es ist ja nun so, dass französische Staatsführungen traditionell Deutschland so sehr lieben, dass sie froh sind, wenn es mehrere davon gibt. Es gibt ja da das berühmte Zitat. Und so hatte dann also Napoleon, auch wenn er nicht so viel eingreifen konnte, wie er wollte, er hatte doch was zu sagen bei den österreichisch-preußischen Verhandlungen, hatten dann doch die Österreicher darauf Wert gelegt, weil sie dachten, so ein Neutraler, der würde dann vielleicht doch noch was für sie rausholen. Es kommt also zu einer Dreiteilung Deutschlands. Es gibt dann also den Norddeutschen Bund mit Preußen als Führungsmacht, mehr oder weniger das nördlich vom Main. Es gibt dann Österreich, ja, und dann gibt es eben die Staaten dazwischen. Also das, was wir heute also aus Süddeutschland, als Süddeutschland kennt, aber mit Ausnahme von Österreich. Und diese süddeutschen Staaten, die sollten nun sich zu einem süddeutschen Bund, das war die französische Idee, zusammenschließen und, Zitat, eine international unabhängige Existenz haben. So, und dieser Südbund war jetzt also die Hoffnung Napoleons des Dritten. Und dazu kam es nicht. Und das lag im Grunde indirekt an den Österreichern. Nämlich noch an Clemens von Metternich aus der Zeit des Wiener Kongresses. Nämlich Clemens von Metternich, Wiener Kongress, also einige Zeit vorher, da war es leid gewesen, dass die Franzosen bei ihrem Kampf gegen die deutsche Zentralgewalt, was ja damals noch immer die Habsburger waren, sich also immer oder häufig willfährige Alliierte in den Bayern und Preußen fanden, weil die Bayern und Preußen immer hofften, mit französischer Unterstützung sich von der habsburgischen Zentralmacht befreien zu können. Und deshalb hatte also Metternich dafür gesorgt, dass das besonders gefährdete linksrheinische Deutschland, das ist nämlich besonders gefährdet, weil der Franzose traditionell sich immer sagt, die Grenzen, die wir heute kennen, das sind die alten Grenzen, aber die natürlichen Grenzen, zu denen gehört neben den Pyrenäen auch der Rhein. Also alles, was links vom Rhein ist, ist eigentlich französisch. Und deshalb sind eben die linksrheinischen deutschen Gebiete besonders gefährdet. Und da hatte nun Metternich besonders die Bayern und die Preußen hingesetzt mit Exklaven. Er hat aber noch einen Hintergedanken, nämlich er ging davon aus, dass die Bayern und die Preußen nun versuchen würden, Landbrücken zu schlagen zu ihren linksrheinischen Exklaven.
und ging dann auch gar nicht ungedacht davon aus, dass die Staaten dazwischen aus Angst vor diesen Brückenbaubestreben Rückhalt suchen würden bei Österreich. Und so kam es dann also auch tatsächlich, es kam nicht zur Gründung eines Südbundes unter bayerischer Führung, weil eben Bayern mit seinem Bestreben, eine Landbrücke zum Linksrheinischen zu schlagen, der Sklave, die anderen Süddeutschen in Angst und Schrecken versetzte. Und dadurch, dass Metternich den Bayern linksrheinisches Gebiet gegeben hatte, spielte er interessanterweise Bismarck noch in einer anderen Hinsicht in die Karten, nämlich Frankreich wollte jetzt also Kompensation haben dafür, dass es stillgehalten hatte beim deutschen Bruderkrieg und war am linksrheinischen Deutschland interessiert und dummerweise wurde dieser Wunsch von französischer Seite schriftlich geäußert und den Preußen übergeben. Und was macht Bismarck damit? Er geht dann zu den Süddeutschen, nicht zuletzt zu den Bayern und sagt also, schaut mal her, was die Franzosen mit euren linksrheinischen Gebieten vorhaben. Und so hat er dann die Süddeutschen dazu bewegt, diese berühmten Geheimschutz- und Trutzbündnisse abzuschließen mit Württemberg, Baden, Bayern und Hessen. Bismarck wollte also möglichst deutsches Gebiet nicht Napoleon als Kompensation überlassen. Auf der anderen Seite wollte er es sich mit Napoleon aber auch nicht verderben und hatte sich gedacht, naja, vielleicht kann man sein Interesse ablenken auf linksrheinisches Gebiet, das nicht deutsch ist. Also das soll er dann annektieren, wenn das dann permanent von partout will. Und zu diesem nicht-deutschen Territorium, da zählte er neben Belgien auch Luxemburg. Und wieder gab es von diesem französischen Wunsch eine schriftliche Fassung und wieder wurde sie Bismarck übergeben. Und die Franzosen wollten also gerne mit Luxemburg anfangen. Der Botschafter der Franzosen in Berlin, Vincent Graf Benedetti, sagte, Zitat, einmal in Luxemburg sind wir auf der Straße nach Brüssel. Wir werden auf diesem Weg umso schneller dort eintreffen. Zitat Ende. Und Bismarck war der Ansicht, Luxemburg ist kein deutscher Staat. Also auch wenn die einen mainfränkischen Dialekt sprechen und auch wenn sie zum Deutschen Bund gehört hatten. Nein, er meinte, hier würde der natürliche Machtzuwachs liegen, wie er sowohl durch Nationalität und Sprache als durch das defensive System Frankreichs vorgezeichnet werde. Und hinsichtlich Luxemburg meinte er, dass dort die Stimmung namentlich unter den Reichen vielleicht mehr nach Paris gesandt sei, als eben nach Berlin oder nach Deutschland. Es wurden also im Sommer 1866 intensive Verhandlungen geführt. Und Napoleon wollte jetzt also einen Vertrag mit den Preußen, wo die sich also bereit erklärten, es zu unterstützen, wenn Frankreich, Belgien und Luxemburg sich einverleibt. Und Bismarck versuchte sich dem zu entziehen, er machte also Urlaub, war also für die Franzosen nicht greifbar, in Putbus auf Rügen, da schrieb er dann auch die Verfassung des Norddeutschen Bundes, aber irgendwann musste er ja zurückkommen wieder nach Berlin und dann war das Katz-und-Maus-Spiel beendet, die Franzosen konnten ihn festnageln und er versuchte ihnen dann seine Strategie zu erklären. Er meinte, naja gut, ich halte Luxemburg nicht für einen deutschen Staat, aber es gibt eben Landsleute, die halten Luxemburg für deutsch und machen sich doch so, ihr Franzosen. Einigt euch mit dem luxemburgischen Großherzog, der in Personalunion König der Niederlande war, einigt euch mit dem Luxemburger und wenn dann hinterher alles geregelt ist, dann geht ihr an die Öffentlichkeit und ich mache dann hoch. Was ist denn da passiert? Und, aber jetzt ist es ja zu spät. Was will man jetzt noch machen? Und nun müssen wir es hinnehmen und uns damit arrangieren. Also er forderte die Franzosen auf, die Preußen scheinbar vor vollendete Tatsachen zu stellen. Die Franzosen ließen sich also darauf ein und traten nun an den Großherzog von Luxemburg heran. Und der hatte finanzielle Probleme und war also durchaus bereit, Luxemburg abzukaufen. Und seine Minister in Den Haag fanden die Idee auch nicht schlecht.
Die hatten nämlich gesehen, wie die Schleswig-Holstein-Frage durch die Personalunion Dänemark in die Bredouille gebracht hatte. Und nun wollten die Niederländer nicht, dass ihre Niederlande durch die Personalunion mit Luxemburg ebenso in die Bredouille gebracht werden. Also der Einigung schien nichts mehr im Wege zu stehen. Es standen allerdings noch aus der Zeit des Deutschen Bundes preußische Truppen in Luxemburg. Naja, und der Wilhelm III., also der Großherzog von Luxemburg, das war wohl kein so wahnsinnig mutiger Mann, der wollte das Spiel nicht mitmachen und nicht die Preußen vor vollendete Tatsachen stellen. Und dann meinte er, ich will jetzt erstmal bei den Preußen das Einverständnis einholen. Und am 26. März 1867 stellte er also die Gretchenfrage an Preußen. Ja oder nein? Seid ihr einverstanden mit diesem Verkauf von Luxemburg oder seid ihr es nicht? Und das war genau das, was Bismarck nicht gewollt hatte. Nämlich, er wollte ja eben nicht, dass es öffentlich wird, bevor es so weit gekommen ist, sondern er wollte vor allen Dingen auch nicht, dass Preußen gezwungen wird, Ja oder Nein zu sagen. Nun hatte also Bismarck schon erlebt, wie negativ dass der Reichstag, der Norddeutsche, darauf reagiert hatte, dass Luxemburg nicht Mitglied des Norddeutschen Bundes werden wollte. Also das haben schon viele nicht akzeptiert. Und dass jetzt Luxemburg an die Franzosen verkauft werden sollte, also da fürchtete Bismarck nun doch den Aufstand. Und deshalb forderte er einen ihm nahestehenden Abgeordneten auf, doch mal eine Anfrage an ihn zu richten, damit er dann eben eine Antwort geben kann. Und am 1. April 1867 warnte er die französische Regierung davor, Zitat, zweifellose Rechte deutscher Staaten und deutscher Bevölkerung zu beeinträchtigen. Und an Wilhelm III. Von Luxemburg, der ja angefragt hatte, den ließ er wissen, dass der Krieg nach der Aufregung der öffentlichen Meinung kaum zu verhüten sein würde, wenn die Sache vor sich ginge. Und unter diesen Bedingungen ging die Sache natürlich nicht vor sich. Also wenn Bismarck sagt, also wenn es zu dem Verkauf kommt, dann kommt es voraussichtlich zum Krieg, dann hat der ängstliche Großherzog also lieber auf den Verkauf verzichtet. Und fühlten sich also die Franzosen verschaukelt. Nicht? Also erst sagt Bismarck so augenzwinkert, ihr könnt Luxemburg haben. Und wenn es dann öffentlich wird, dann sagt er nein, also Luxemburg wäre für uns ein Kriegsgrund. Also da sind dann die preußisch-französischen Beziehungen schwer belastet worden. Für Luxemburg kommt es dann also zu einem Kompromiss. Der österreichische Außenminister macht einen Vorschlag, Bismarck hat ihn den gesteckt. Macht es doch wie Belgien, macht einfach das Land, Belgien war ja auch umstritten zwischen den Niederländern und den Franzosen, da hat man gesagt, daraus machen wir einen neutralen, selbstständigen, eigenständigen Staat. Und Luxemburg ist jetzt auch umstritten und dann lag es doch nahe zu sagen, belgische Lösung, daraus machen wir jetzt einen eigenständigen, neutralen Staat. Die Russen schlagen dann also eine Konferenz vor in London, es kommt zur Londoner Konferenz vom 7. bis 11. Mai 1867. Und dort wird das eben verkündet und beschlossen, die Preußen räumen Luxemburg und die Franzosen verzichten darauf, Luxemburg zu erwerben. Und es scheint auf ewige Zeit für sie verloren, nämlich Luxemburg hat eine garantierte Neutralität, ähnlich wie Belgien. Wie schon gesagt, Frankreich macht dafür Bismarck verantwortlich, fühlt sich also getäuscht. Das britische Außenministerium bringt es zu der Zeit auf den Punkt, Zitat, Frankreich würde, wenn es inzwischen nicht weiser werde, die deutsche Einigung als Casus Belli betrachten. Also die Franzosen waren bis zu einem Punkt, wo sie meinten, also bis hierhin und nicht weiter. Und als dann Wilhelm der Erste mal meinte, also ich werde die deutsche Einheit nicht mehr erleben, ob mein Sohn, das steht dahin, vielleicht mein Enkel, hat dann Bismarck daneben geschrieben, Zitat, sehr wahr und weise. Also die deutsche Einigung schien erstmal in weiter Ferne, weil klar war, mit den Franzosen ist das nicht zu machen. Dann brachte allerdings die spanische Thronfolgefrage eine ungeahnte Dynamik in den deutschen Einigungsprozess. Die Spanier stürzten ihre Königin Isabella II. 1868 und suchten nun einen neuen. Und da hatten sie an den Erbprinzen Leopold von Hohenzollern-Sigmaringen gedacht.
Der stellte sich dann auch am 19. Juni 1870 als Kandidat zur Verfügung. Und der Chef des Hauses war niemand Geringeres als der preußische König Wilhelm I. Und der billigte das auch. Naja, nun ging es also in Paris los. Unglaublich, das ist ja wie in Habsburger Zeiten. Wir sind in der Zange der Deutschen. Damals waren es die Habsburger, nicht habsburgisches Österreich, habsburgisches Spanien. Jetzt ist es ein hohenzollernisches Norddeutschland und ein hohenzollernisches Spanien. Das geht ja nun gar nicht. Und da sieht man mal wieder, wie friedliebend auch Wilhelm I. sein konnte. Der schreckte also zurück legte also Leopold einen Verzicht auf die Kandidatur nahe. Nun hätte man meinen können, dass es in der französischen Öffentlichkeit geheißen hätte, toll, nicht, dass der König da seine eigenen Interessen und die seines Hauses so zurücksteckt, um des lieben Friedens willen. Aber nein, was hat die französische Presse geschrieben? Preußen kneift. Und wenn das in Preußen solche Feiglinge sind, dann kann man ja vielleicht nochmal einen draufsetzen. Und deshalb ist man dann eben an Wilhelm I. herangetreten und hat gesagt, das genügt uns nicht. Ihr müsst euch auch verpflichten, du als König von Preußen, dass also nie ein Hohenzollern König von Spanien wird. Und Wilhelm I., der wirklich friedliebend war, meinte, das ging ihm nun doch zu weit und hat dem Franzosen also nicht gegenüber sich dazu nicht bereit erklärt. Naja, diese Zusammenkunft zwischen dem französischen Botschafter und dem preußischen König geschah nun also in Bad Ems. Und es gab dann also ein Telegramm an Bismarck und der sollte also dann die Öffentlichkeit informieren. Und dann gibt es dieses berühmte Faktum, dass er diesem Nein von Wilhelm etwas an Verbindlichkeit genommen hat. Wobei man nun lange darüber streiten kann, ob er den Inhalt verfälscht hat oder nicht. Ich würde eher meinen nicht, aber er hat diesem Nein etwas an Verbindlichkeit genommen. Und das empfanden nun die Franzosen als Provokation und erklärten Preußen am 19. Juli 1870 den Krieg. So, und nun erleben also die Franzosen eine Enttäuschung. Sie hatten gedacht, sie würden mal wieder mit der klassischen deutschen Uneinigkeit rechnen können, aber die Deutschen standen wie ein Mann hinter Preußen und Bismarck, also das der Nordbund und der angedachte Südbund, oder man kann auch sagen, das Deutsche Reich, mit Ausnahme von Elsass-Lothringen, was damals ja noch französisch war, solidarisierte sich mit Preußen. Und es gab also eine unheimliche nationale Aufwallung, eine nationale Begeisterung, eine Solidarisierung. Und die anderen Fürsten und deren Regierung konnten gar nicht anders, als zu sagen, das ist der Casus Belli, also Preußen ist angegriffen, die Schutz- und Trutzbündnisse, die greifen jetzt. Und jetzt heißt es an Preußens Seite bei der Verteidigung gegen Napoleon III. Zu stehen. Und diese nationale Begeisterung, die gab es eben auch selbst bei den Deutsch-Österreichern. Also auch dort, von daher haben die Österreicher die Chance nicht zur Revanche genutzt. Jetzt machte sich auch der maßvolle Frieden von Prag nach dem Deutschen Krieg bemerkbar. Die Österreicher hatten kein großes Rachebedürfnis. Zudem waren ja die Deutsch-Österreicher gar nicht mehr Herr im eigenen Haus. Nicht aus Österreich war ja 1867 Österreich-Ungarn geworden. Und in Österreich-Ungarn konnten die Ungarn auch mitreden. Und die Ungarn waren preußenfreundlich, nämlich die waren ja dankbar dafür, dass Bismarck die Deutsch-Österreicher 1866 im Deutschen Krieg geschwächt hatte. Nämlich dadurch war ihnen ja nur der erste Aufstieg zur Gleichberechtigung möglich geworden. Zu denen waren die Ungarn an der deutschen Frage gar nicht interessiert. Also Deutschland konnten die Preußen gerne haben. Sie interessierte der Balkan und da war Russland der traditionelle Gegner. Und gegen Russland wollte man wiederum Preußen Unterstützung haben. Also gerade Graf Andraschi, der Ungar, war so sehr preußenfreundlich. Wo wir beim Thema sind, preußische Unterstützung gegen Russland. Auch Russland war positiv gesinnt. Ich habe schon gesagt, Krimkrieg, Konvention von Alensleben, verwandtschaftliche Verbundenheit. Und es kommt was Neues hinzu. Russland nutzt nun den deutsch-französischen Krieg, um in dessen Windschatten die Ergebnisse des verlorenen Krimkrieges zu revidieren. Im Krimkrieg haben sie nämlich zustimmen müssen, dass das Schwarze Meer demilitarisiert wurde. Und jetzt, wo Frankreich und Preußen sich also gegenseitig neutralisierten, haben sie dann also mehr oder weniger eigenmächtig mit preußischer Unterstützung
dann das Schwarze Meer, also remilitarisiert. Bei Italien war es so, ich hatte erzählt, die italienisch-französischen Beziehungen grundsätzlich gut. Das Problem war, Italien wollte gerne den Vatikanstaat haben, der damals noch größer war als heute. Während Napoleon III. Immer auf der Yacht nach Popularität sich die Katholiken in Frankreich sichern wollte, indem er dann im Vatikanstaat französische Soldaten stationiert hatte, die den Vatikanstaat verteidigten, in Hoffnung dadurch die französischen Katholiken auf seine Seite zu bringen. Und nun sahen die Italiener die Chance, wenn die Franzosen haben genug damit zu tun, mit den Deutschen zu kämpfen, das ist unsere Chance, in den Vatikanstaat einzumarschieren. Haben die Italiener dann auch gemacht. Und letztlich die Briten. Ja, und da zeigt sich dann mal wieder der clevere Bismarck. Also so wie er sich ja dann die Wünsche Napoleons nach dem linksrheinischen Deutschland hatte schriftlich geben lassen, um sie den Süddeutschen zu zeigen, gab er nun die Wünsche Frankreichs nach Belgien und Luxemburg, die er auch schriftlich hatte, die, jetzt wird's spannend, veröffentlichte er in der englischen Times. Und das kostete nun in Frankreich wahnsinnig viel Popularität, nämlich Sie wissen vielleicht auch aus der Anfangsgeschichte des Ersten Weltkrieges, dass Frankreich, dass Großbritannien traditionell immer eine panische Angst davor hat, dass gegenüber der Themsemündung an der Kontinentalküste eine seefahrende Großmacht ist. Und deshalb hatte man ja auch so großen Wert auf die belgische Neutralität gelegt. Belgien war ein Kleinstaat. Und deshalb sollte eben beim Ersten Weltkrieg Deutschland nicht Belgien haben, aber deshalb sollte auch eben Frankreich, auch eine seefahrende Großmacht, nicht Belgien haben. Und ja, das führt also zu einer großen Desillusionierung bei den Briten, dass da der westeuropäische Verbündete also dann versuchte, die Themsemündung zu gefährden, nämlich es gibt das berühmte Wort, nicht, wer das der Themsemündung gegenüberliegende Festlandsufer hat, dem liegt London, vor dem ist London so ungeschützt wie die Butter vor dem Messer. Es kommt also dann zu dem deutsch-französischen Krieg, der dann isoliert wird, also es ist ein rein deutsch-französischer Krieg und alle Deutschen stehen, außer mit der Deutsch-Österreicher, stehen also auf der Seite, Preußens. Der Krieg wird gewonnen, was einmal ein Verdienst von Bismarck ist. Er hat es geschafft, andere Mächte davon abzuhalten, an Frankreichs Seite zu springen. Er hat es geschafft, die Deutschen, mit Ausnahme der Deutsch-Österreicher, zu Verbündeten zu gewinnen und es ist dann eben auch ein militärisches Verdienst von Moltke, der dann im deutsch-französischen Krieg militärisch Vernichtungsschlachten umsetzen konnte, die ja in den vorausgegangenen Einigungskriegen nur ansatzweise durchführen konnte. So entstand also das Reich. Es ist so, Bismarck war ein wahnsinnig nüchterner Mensch. Und das ist auch bekannt, er hat sich dann mal auf seinem Besitz, hat er sich ein Hotel gekauft, da hat er also nicht die Zimmernummern über den Türen entfernen lassen. Also warum? Die schaden ja nicht. Also ein wahnsinnig nüchterner Mensch und auch für die Flaggenfrage hat er ja überhaupt nichts übrig. Also er meinte ja immer so, von mir aus Blau und Gelb und Tanzvergnügen oder die Flagge von Mecklenburg-Strelitz. Also er meinte, wer sich mit der Flaggenfrage beschäftigt, der hat keine wirklichen Probleme. Also wahnsinnig nüchtern. Aber auf der anderen Seite war er gerade als Realpolitiker, hat er realistisch gesehen, welche Bedeutung Symbole in der Volkspsychologie haben. Und deshalb eben auch das Symbol des Reiches und des Kaisers. Nicht umsonst gilt in Deutschland die Kaiserlose als die schreckliche Zeit. Na, jedenfalls aus dem Norddeutschen Bund wird durch den Beitritt der Süddeutschen das Reich. Es ist im Grunde ähnlich wie beim Kriegseintritt. Die Regierung können sich gar nicht dieser nationalen Begeisterung, die wirklich herrlich gewesen sein muss, können sich dieser nationalen Begeisterung gar nicht entziehen. Und selbst wo kann Bismarck das immer noch durch Sonderrechte, wie mit den Bayern beispielsweise, regeln, dass die dann noch so ein paar Gebiete behalten, die dann nicht Reichsangelegenheit werden, wo sie dann weiterhin ihre lokalpatriotische Schiene fahren können. Es kommt also zum Reich und dann hinterher auch
zum Kaiser. Dieser Norddeutsche Bund hat ja ein Präsidium. Aus dem Norddeutschen Bund wird das Kaiser, also das Reich, nicht das Kaiserreich, das Deutsche Reich, aus dem Norddeutschen Bund, das Deutsche Reich. Und das Präsidium kriegt also den Titel Kaiser. Und nun gibt es noch diese Frage, nicht, Kaiser von Deutschland, deutscher Kaiser, also Wilhelm I. ist gar nicht begeistert, das Deutsche Reich ist also für ihn, hat er nicht völlig Unrecht, also ein Staat aus der Retorte, ohne Tradition, und dieser Staat, in dem soll jetzt noch sein geliebtes Preußen aufgehen. Und dann sagt er, naja, wenn das der Fall ist, dann will ich wenigstens Kaiser von Deutschland sein. Und da sagt Bismarck, das können wir nicht durchsetzen, das höchste der Gefühle ist deutscher Kaiser. Es kommt dann hinterher zur Kaiserproklamation, und dann hinterher der Schwiegersohn, der Großherzog von Baden, findet dann diese wundervolle Lösung. Nun ist die Frage nach der Proklamation, lässt der Großherzog den Kaiser von Deutschland hochleben oder lässt er den deutschen Kaiser hochleben? Was tut er? Er lässt hochleben Kaiser Wilhelm. Damit hatte er dann die Frage zumindest bei der Kaiserproklamation umgangen, und es gab dann mehr oder weniger eine harmonische Kaiserproklamationsfeier, die sicherlich zu den Höhepunkten der reichsdeutschen Geschichte gehört, wenn es sicherlich auch ein Wermutstropfen ist, dass diese Reichsgründung verbunden war mit dem Ausschluss der Deutschösterreicher. Aber Bismarck glaubte, vielleicht hat er auch recht, dass einfach mehr ein größeres Deutschland nicht drin gewesen wäre und dass er ein größeres Deutschland nicht hätte durchsetzen können. Und damit, das war für ihn das höchste der Gefühle, er meinte, mehr sei nicht möglich. Wir sind saturiert und jetzt geht es darum, diesen Status quo so lange wie möglich zu wahren, was schwer genug war. Es hat ja nur bis 14 geklappt. Vielen Dank.